Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 3. Das vierte Kapitel startet soeben, Rennen zum Grund. Und im letzten Part haben wir unserer Erzfeindin Catherine einen schönen Streich gespielt, denn sie denkt, wir sind jetzt von unserem Freund Charlie erschossen worden. Und sie denkt, sie wäre auch im Besitz vom Ring von Sir Francis Drake. Aber sie hat ja nur eine billige Fälschung. Und Charlie hat anscheinend Platzangst. Was ist denn mit dir los? Ja, was ist mit dir los, Charlie? Gib's zu. Und wir sollten uns jetzt erstmal vom Tatort entfernen, wo wir angeblich niedergeschossen worden sind. Weil da wird es nur von Cops so wimmeln. Und wo geht's hier weiter? Ah. Wartet, wir kommen so rum. Da an den Rohren weiter und dann können wir uns hier rüberhangeln. Ja, oder wir machen uns wie Charlie mit roher Gewalt. Hier haben wir noch eine Wand, da auch nochmal schnell rüber. Sie ist zu hoch. Und die Wand ist zu hoch, um da hochzukommen. Deswegen sollte ich einfach diesen Container dahin schieben und dann dürfte es auch kein Problem sein. Wir haben nicht die ganze Nacht. Ruhig bleiben, Charlie. Komm schon, ihr faulen Säcke. So. Okay. Die Luft ist voll rein. Pass besser auf deinen Kopf, auf der ist. Guten Abend, Jungs. Alles klar, Schätzchen? Na, ihr zwei habt ihr richtig Spaß gehabt, hä? Ja, war richtig schön, Chloe. Lief wie am Schnürchen. Und du, hast du die Sprache verschlagen? Oh ja, Charlie hatte ein bisschen viel Spaß für meinen Geschmack. Gott. Mir brummt immer noch der Schädel. Ich bitte dich. Was soll da brummen? Da ist doch nichts drin. Oh, da habe ich wohl was verpasst. Ja, hast du wirklich. Es war sehr, sehr aufschlussreich. Ah, witzig. Gab's Probleme? Ach, easy peasy. Und sie haben dich nicht bemerkt? Auf keinen Fall. Und hinter welcher Tür steckt Scary Poppins? Hinter der da drüben. Der grünen. Sie fuhren da hinein und seitdem ist es dunkel. Sind sie noch da drin? Tja, ich hatte es ständig im Blick. Und niemand kam rein oder raus. Hm. Meinst du wirklich, wir brauchen die? Ich meine, die erwarten uns ja nicht. Unterschätzt die Typen nicht, die machen keinen Spaß. Ja, wir schleichen uns rein und wieder raus. Einfach so. Ja, das klingt gut. Und bei Gefahr? Erst schießen und dann werden Fragen gestellt, okay? Gut, drei Männer auf dem Weg zur Garage und... Oh, Chloe. Glaub mir, das ist nichts gegen das, was noch kommt. Naja, in meinem Alter, da habe ich lieber den Spatz in der Hand. Habe ich's nicht gesagt? Na, komm schon. Ich hoffe einfach mal, dass du recht hast. So, jetzt haben die Herren ihre Gespräche eingestellt. Und mal sehen, ob wir da so einfach reinkommen. Alles ruhig. Aber wahrscheinlich wird es verschlossen sein. Meint ihr, die sind noch drin? Na, wir können wohl kaum einfach reingehen und nachsehen. Ja, habe ich mir gedacht. Aber es gibt ja immer einen zweiten Weg und da haben wir hier wieder einen schönen Kletterweg in Form eines Rohres markiert. So, da müssen wir hoch und dann einfach einen anderen Eingang finden. Mist! Das war knapp. Und an die Regenrinne. So, da um die Ecke. Und aufs Dach. Perfekt. Ja, jetzt haben wir eine schöne Aussicht auf London. Aber ja, die Aussicht können wir jetzt erstmal nicht genießen, weil wir haben keine Zeit. Wir müssen jetzt erstmal hinter den Agenten her, die sich da verkrochen haben irgendwo. Das war knapp. Und das war auch knapp. So, hier haben wir ein Fenster, da können wir rein. Perfekt. Und wieder ein gewagter Sprung. Moment mal, wo ist es? Wir könnten da auch weiter. Das interessiert mich jetzt mal, aber naja. Vielleicht ist er ja ein Schatz, das wäre ja auch ganz cool.
Aha, hab ich's mir doch gedacht. So, aber jetzt auf jeden Fall weiter. Und an die Fensterbank darüber und jetzt müssen wir erstmal irgendwie runterkommen. Aber das dürfte kein Problem darstellen. Und schon haben wir es geschafft. Und da ist das grüne Tor. Mal sehen, ob wir das irgendwie öffnen können. Ah, da ist ein Schloss, das war verriegelt. Dann öffnen wir jetzt einfach mal das Garagentor. Helft mir mal. Ja, 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 bin da. Sieht hier jemand ein Auto? Ich sehe nämlich keins. Das gibt's doch nicht. Verdammt! Ist das auch die richtige? Ja, das grüne Tor, ganz sicher. Nate, wir vergeuden hier Zeit. Diese verdammte Tasche gefällt mir immer besser. Kommt schon, die sind nicht einfach verschwunden, okay? Es muss eine Erklärung geben. Schauen wir uns doch mal hier um. Gut, wir müssen uns umschauen. Es scheint so, als wären unsere, ja, Gegner einfach so abgehauen. Aber hier sind ja Reifenspuren und die führen hier rein. Und wir folgen denen einfach mal. Ah, da können wir auch schon wieder was machen. Und die Reifenspuren sind anscheinend noch frisch. Dann sind sie erst vor kurzer Zeit hier gewesen. Und die führen genau hier drauf. Ah, ein Mechanismus oder irgend so ein Kontakt. Seht mal. Und da ist auch noch einer, genau wie da und da. Also vier Kontakte für die vier Reifen. Ja, das war jetzt eigentlich gar nicht so schwer. Ein Mechanismus. Ja, vielleicht. Vier Reifen, vier Kontakte. Sorry, du stehst da. Ihr zwei, nach da und da. Alles klar, bei drei, okay? Eins, zwei, drei. Sesam, öffne dich. Und? Nichts passiert. Da muss ich mich doch nochmal glatt umsehen. Ah, was haben wir denn da? Das ist das Licht. Okay. Sally, richte den Strahl auf die Wand. Wie Scheinwerfer. Und da öffnet sich ja das geheime Tor. Brat mir doch einen Storch. Nate, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Und wir dazu... Wie geht's zum Van? Wir bleiben in Funkkontakt. Ich gebe Bescheid, wenn wir auf der anderen Seite sind. Ja, müssen wir in die Höhle des Löwen. Gefasst. Muss vielleicht schnell gehen. Aber sicher. Das ist die beste Fahrerin im Business. Ja, so sagt man. So, jetzt gehen wir erstmal hier den Tunnel entlang und wahrscheinlich, wenn wir dann schon, ja, irgendetwas finden. Wir haben wohl direkt in die alten Versorgungstunnel gebohrt. Und da ist ein Gittertor. Mal sehen, ob wir das öffnen können. Scheint verriegelt zu sein. Ah, können wir leider auch nicht aufschießen. Da müssen wir einen anderen Weg finden. Ah, bingo. Da haben wir eine Tür. Abgeschlossen. Nicht mehr lang. Gezielter Schuss auf das Schloss und zack, da haben wir es auch schon geöffnet und jetzt können wir den Raum auch betreten. Los. Naja, ist weniger ein Raum als ein, ja, weiterer Gang. So, jetzt müssen wir erstmal hier uns durch den engen Gang zwängen, was für Charlie, glaube ich, nicht so eine einfache Hürde ist. Mach einfach hin, Kumpel. Alles klar da hinten? Ja, ja, ja. Ich bin nur nicht so gern in engen Räumen, weißt du? Ja, beweg dich einfach. Danke, Frau Oberin. Also, alles sehr merkwürdig hier.
Und wir gehen weiter. Und da sind... Ah, das sind leider Wachen. Oh, hoffentlich haben die mich jetzt nicht gehört. Doch, natürlich haben sie das. Na, Mist. So, da müssen wir jetzt auf die... Schießen, Headshot und... Ah, jetzt wollte ich ihm eigentlich einen Headshot geben. Naja, da werde ich bestimmt noch genug Chancen dazu bekommen. So, da weiter. Oh, oh, wow, 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 da schießen die ja auch auf mich. So, den ersten erledigt und den zweiten werden wir dann zusammenschlagen. Oder, ja, da haben meine Kumpels mir gerade nochmal so geholfen. Aber es wäre natürlich nicht nötig gewesen. Das hätte ich als nächsten Track doch locker geschafft. Okay, der Tunnel ist unter uns. Zumindest stimmt die Richtung noch. Da haben wir eine Luke, da können wir auch weiter durch. Ganz schön tief. Ja, da muss ich dir ausnahmsweise recht geben. Dann mit viel Anlauf an das Rohr. Und dann müssen wir da runter klettern. Vorsicht, das rutschig. Und hier runter rutschen und dann haben wir das auch schon geschafft. Juti, hier ist eine weitere Luke. Und da sind auch weitere Gegner. Dann stelle ich mich mal hier hin ins Dunkle. Hoffentlich kommen die jetzt nicht rein. Ja, natürlich kommen sie rein. So, runter mit dir. Und mit dir bitte auch. Na, komm schon. So, jetzt ordentlich Backenfutter. Perfekt. Das war jetzt nicht so surfmäßig, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es reicht. Aber da ist natürlich wieder ein schöner markierter Weg, den wir nutzen können. Und hoch mit dir. Komm schon, die Leiter nur noch hoch. Und kurzerhand für deine Freunde runterkicken. Das ist doch so gut. Also wir können hier wieder die Kreuztaste betätigen. Also da muss ich anscheinend hoch. Jetzt muss ich nur den Weg finden. Okay, hier ist so ein Schrank. Da kann ich hoch. Ah, ganz einfach eigentlich. So, jetzt muss ich nur hier rüber und dann hier wieder runter. Und da wieder hoch. Und jetzt nur noch den Hebel betätigen. Ach so, auf der anderen Seite ist auch noch einer. Da muss mir Sally natürlich helfen. Okay, 1, 2, 3. So, wieder auf die Taste hauen und... Da hat sich doch das Tor geöffnet. So, jetzt nur noch auf die Plattform. Komm schon, das schaffst du ja wohl noch, Nathan. Also wirklich, was ist mit dir los? So, funktioniert doch. Da ist der Tunnel wieder. Es geht zu tief runter, da brechen wir uns die Knochen. Also da haben wir einen Nebeneingang, da könnten wir natürlich weiter. Ich guck mal kurz, ob man hier geradeaus noch was machen kann. Ist hier irgendwo ein Schatz? Dann müssen wir wohl hier weiter, da war nichts. Und hier haben wir ja noch einen Tunnel. Und da ist auch schon der Ausgang. So, hier noch ein gewagter Sprung runter. Und das fünfte Kapitel startet, London Underground. Aha. Vielleicht können wir hier durch. Vielleicht. Ah, da ist das Gewicht blockiert von irgendeinem Schlauch. Er sollte hochklettern und es irgendwie lösen. Gute Idee. Wer wohl? Mist. Jetzt muss ich erstmal einen Weg nach oben finden. Ne? Ah, hier haben wir eine Leiter. Okay, da kann ich hochklettern. Oder eher gesagt hochspringen.
Und jetzt muss ich mich nur noch zum Gegengewicht rüberhangeln. Okay, fast geschafft. Und da haben wir es ja auch schon. Du zuerst, Sally, du bist älter. Okay. Und ja, wir gehen einfach hier weiter. Wir sind durch. Sehen uns auf der und befinden uns dann über den Köpfen unserer Freunde. Was sind wir denn hier? Dann springen wir einfach mal hier runter. Zack. Und dann hier weiter balancieren. Oh shit, runter. Da sind noch ein paar Gegner. Mal sehen, ob ich die von hier oben einfach ausschalten kann. Ich könnte dem ersten ja hier einen Headshot verpassen. Der muss jetzt noch in meinen Lauf rein. Ah, ich habe doch eigentlich getroffen, oder? So. Naja. Hat doch nicht so funktioniert, wie ich es haben wollte. Aber dafür habe ich ja noch meine Kollegen, die mich unterstützen. Und jetzt erstmal hier ganz vorsichtig an der Wand hier entlang. Und da haben wir doch auch schon 3 Kronleuchter, die können wir ja auch nutzen. Und rüberspringen. Und noch auf den anderen Kronleuchter. Und da haben wir doch auch schon den letzten. Letzter Sprung, Nathan. Nochmal anstrengen. Perfekt. Ja, und da führt auch schon wieder ein Kletterweg nach unten. Ja, klappt doch wie geschmiert. Aber für unsere Freunde wohl nicht so. Sally und Charlie sind in Gefahr, dann müssen wir denen doch mal helfen. Und den von hinten ausschalten. So, der ist jetzt auch erstmal schlafen gelegt. Aha, interessant. Da ist ein Loch in der Wand, da können wir wahrscheinlich auch weiter. Gerade noch rechtzeitig in Deckung gegangen. Und einfach mal schnell den Kopf gegen die Wand schmettern und dann sind wir die auch los. Na los, wir sind sicher hier durch. Oh. Sehr antik. 16. Jahrhundert. So, jetzt erstmal die Treppe hoch. Nach oben. Und hier warten ja nur Antiquitäten auf uns, Bücher und hier haben wir sogar Schwerter und so weiter. Alte Schriftrollen, sehr interessant auf jeden Fall. Und es folgt eine Cutscene. Im Ernst, wer sind diese Leute? Ihre Entschuldigungen interessieren mich nicht. Er war ein Risiko und Sie wussten das. Ja, es ist bedauerlich. Nicht bedauerlich. Schlampig. Ihr Fehlurteil hätte uns alles kosten können. 400 Jahre der Suche. Endlich. Drakes Geheimnis wird enthüllt. Was soll das? Das verstehe ich nicht. Eine Fälschung. Was? Unmöglich. Ich habe ihn selbst geprüft. Das ist nicht der Ring. Ach was. Ich hatte ihn in der Hand. Er hat ihn sich um den Hals gelegt. Das ergibt keinen Sinn. Wir wurden getäuscht. Cutter. Aha. Okay, Sie haben es bemerkt. Männer und Augen auf. Vielleicht ist man uns gefolgt. Ihr kommt mit uns.
findet sie und bringt mir den Ring. Wie ihr das macht, ist mir egal. Und da wartet auch schon die erste Wache auf uns. So, erstmal unsere Kollegen dirigieren und jetzt erstmal übers Geländer und den ersten ausschalten. Da wartet auch schon der nächste auf uns. Ja, und den ziehen wir einfach mal kurzzeitig über den Tisch und brechen ihm den Kehlkopf. So, ist hier noch irgendeine Person, die wir flachlegen können? Bitte nicht im perversen Sinne meinen. Nee, scheint nicht so. Hier haben wir ein schönes Buch. Aber zum Lesen ist jetzt keine Zeit. Ah, hier können wir was machen. Seht euch den ganzen Kram an. Ey, komm schon. Wir haben keine Zeit für sowas. Ja. Ja. Was soll das? Mein Gott, weißt du, was das ist? Ist ein Buch. Da sind noch mehr. Das ist eine Bibliothek. Nicht irgendein Buch, Klugscheißer. Gehörte T.E. Lawrence. Lawrence von Arabien. Ja, ja, ja. Ich weiß, wer das ist. Verschickt aus Dorset, genau an dem Tag seines Motorradunfalls. 13. Mai 1935. Sie haben ihn getötet, als sie es hatten. Sie? Ja, sie. Sie, die, wer immer diese Leute sind. Ach komm, was für ein Unsinn. Das war ein Unfall. Ein schwarzes Auto soll ihn abgedrängt haben. Leute. Oh, dann war das also eine Verschwörung. Vielleicht. Nate. Was? Das Ding, darauf hast du 20 Jahre gewartet. Ja. Na dann los. L. O. H. D. N. Huh. Was denn? Oh, das heißt Long Hidden. Was? Wirklich? Long Hidden soll das ein Witz sein? Sei mir nicht böse, Mann, aber dein Vorfahr war ein verdammtes Arschloch. Halt die Klappe. Es ist ein Anagramm. Golden Hind. Die Golden Hind. Drakes Schiff. Ja. Ein Hinweis. Irgendwas ist versteckt in diesem Raum. Verteilen wir uns. Wir müssen es finden. Und den Gegenstand, den wir suchen, werden wir dann in der nächsten Folge finden. Und ich beende hier diesen Part. Ich hoffe, er hat euch wieder gefallen. Und tschüss, Leute. Haut rein.